Ein Händler? Sag mal, wie viel Geld musst du denn jetzt noch zahlen? Bist 210. Du 210? Mhm. Echt? Mhm. Ich muss noch 394. Oh, hast du höchstwahrscheinlich den Streit angestachelt hier? Gar nicht wahr. Ja. Aber ich habe halt einen mit umgebracht. Immer so skrupellos. Das war halt kontraproduktiv, ne? Ein bisschen? Oh, da sind diese einen Viecher, die wir da beruhigen müssen. Oh, ich komme da nicht durch. Wo denn? Warte mal, einen Augenblick. Hier. Nee. Was da? Was hinter dir herläuft? Ach so. Da, die zwei. Und wie beruhigen wir das jetzt? Also erst musst du sie angreifen. Warum hauen die ab? Toll. Oh, wir müssen da rüber. Vielleicht hier auch. Und dann? Ah, hier. Pfeife benutzen. Genau. Rambodieschens, echt. Ich glaube, der ist in der Lava jetzt umgekommen, oder? Kann das sein? Wir haben es geschafft. Wie viel sind jetzt? Jetzt sind wir durch. Jetzt müssen wir mit dem einen Typen widersprechen. Bist du dir sicher? Mhm. Stand bei mir gerade. Und bei dir? Nee. Au. Warte mal, ich probiere nochmal. Das zeigt mir ja an dann, ne? Genau. Jetzt. Mhm. 5 von 6. Eins brauche ich noch. Kann ich jetzt schon komplett umbringen? Jetzt hat der das kaputt gemacht. Warte, da war doch noch eins. Es ist weg! Und du bist wieder allein. Und es ist weg. Weg, Davor war schön, allein zu sein. Jetzt ist er weg. Weg! Ja. Ich bin wieder allein. Ich bin weg. Komm. Von dir, genau. Crash the World, servus. Was ist denn da jetzt? Ich mag die nicht so. Was für eine Band? Doch. Ja. Also wenn ich durch Lava gehen würde, dann wäre ich tot. Ja, hier ist jemand. Schreitet in Asche. Warte, ich komme zu dir. Warte, wo bist du? Hier. Hier. Hallo, schreitet in Asche. Ach, das ist eine Frau. Seid ihr schreitet in Asche? Ach, ich werde angegriffen. Aber Ruhe. Dieser Sturkopf Irwas hört nicht auf meine Warnung. Er denkt, der Ausbruch wäre das gewesen. Ja, Janik, ich glaube, ich habe wirklich mal von der Band gehört. Wirklich, ja. Grivas glaubt, er hätte seine Tochter entführt. Wie ihr selbst seht, ist seine Tochter nicht hier. Ich habe Morvani vorhin gesehen. Der Fluss ihres Lebens führt sie regelmäßig zum Fuß des Aschbergs. Dort ist sie? Sicher weiß ich das nicht. Ich sah sie nur nach Westen aus dem Dorf gehen. Findet sie, dann wird Girwan mir hoffentlich zuhören. Wenn ihr erfolgreich seid, benutzt das hier. Was? Welche Spur? Ein Signal. Es ist farbenfroh, aber ungefährlich. Wenn ihr Fürstin Morvani findet, setzt es ein und ich werde zu euch kommen. Send mir ein Signal. Könnt ihr mir etwas über den Argwohn zwischen Argonian und den Dunkelelfen erzählen? Die Wahrheit fällt vom Himmel wie ein kühler Regen, der sich viele Rinnen in den Schlamm gräbt.
Meine Wahrheit mag sich von der der Dunmeer unterscheiden. Und doch sind sie beide wahr. Ihr hasst die Dunkelelfen also nicht? Ich hege keine Liebe für sie. Aber hasst ihr das Feuer dafür, dass es eure Hütte niederbrennt? Das Feuer tut nur, was es tun muss. Sie sahen unsere Hütten und ihre Natur zwang sie zum Handeln. Ich vertraue darauf, dass Dunkelelfen tun, was Dunkelelfen tun müssen. Naja, hasst ihr das Feuer dafür, dass es eure Hütte niederbrennt? Ich hasse nicht das Feuer dafür, ich hasse denjenigen, der es tut. Der das Feuer legt, so eher, ne? Eigentlich wohl. Schon. Also von dem. So. Hier ist findet Morvani. Morvani. Scheinen noch andere Quests zu sein. So hier irgendwie, ne? Ja. Findet Ärger. Der heißt Findet Ärger. Ah, hier ist Dreldenorn. Schaut euch all meine wundervollen Quama an. Ihre Knopfaugen, das sanfte Pulsieren ihrer Bäuche. Ich kann euch gar nicht genug danken. Okay. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde selbstverständlich die Mine wieder in Betrieb nehmen. Quama können sehr gut graben. Ich habe keinen Platz mehr. Quetsch abschließen. So viel Arbeit zu erledigen. Ich kann diese Minen nicht ewig unbewirtschaftet lassen. Du kannst doch Plunder wegschmeißen, oder? Mhm. Dann tu das. Oh, ich habe auch 69 von 70. Oh, ja, ja. Acai-Frucht. Geil. Trödel. Noch was zu klauen? Mal einen Händler. Hast du einen, oder was? Wie bitte? Hast du einen gefunden, oder was? Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh, wir müssen hier runterspringen. Ich seh's. Ich bin gleich da. Ich sortiere nur gerade. Kronenerfrischungsgetränk. Erhöht 2 Stunden lang eure Lebensregeneration. So lange spiele ich nicht mehr, brauche ich nicht. Morgenstundtee. Überlebenselixier. Frittierte grüne Tomaten. Wow. Gibt es hier irgendwas, was so von Dauer ist irgendwie, was ich trinken kann? Vampirismus. Wohnprospekt, zimmerfrei. Ich hätte auch wirklich gerne eine Hütte. Ja, ich kann auch nur noch eins nehmen und dann ist sie weg, ne? Muss ich was wegschmeißen. So, hier unten müssen wir hin. Ach, Yannick, sei mal nicht immer so negativ. Jetzt mal wirklich. So. Oh nein! Ich hab es gibt doch so schöne Dinge im Leben. Oh Gott, Gott sei Dank. Ihh.
Jemand ist gekommen. Hat Vater euch geschickt? Ich bin gestürzt und habe mir etwas verstaucht. Verfluchter Knöchel. Fürstin Morvani, nehme ich an. Verhöhnt ihr mich? Oh! Natürlich. Nein, natürlich nicht. Ich sitze hier fest, eingekesselt von Lavaströmen und lodernden Schrötern und kann nicht laufen. Wenn ich jemals wieder nach Hause komme, trinke ich erst einmal einen ganzen Krug Sujama. Oh, was ist ein Sujama? Ich möchte auch. Durst! Schreien der drei. Ich kam hierher, um für Mutter zu beten. Sie wurde uns vor einigen Jahren genommen. Sie war die liebste Frau, die ich je kannte. Ich schwöre, an manchen Tagen kann ich noch immer ihre Stimme hören. Wie dem auch sei, ich war hier draußen, als der Ausbruch begann. Euer Vater macht sich große Sorgen. Natürlich tut er das, der überbesorgte Gua. Seit wir Mutter verloren haben, versucht er für mein Leben zu sorgen. Ich glaube, ich brauche gleich 2 Flaschen Sujama, wenn ich nach Hause komme. Vergesst einfach, was Vater sagt. Oh. Lebt wohl. Ja, aber ich kann dich doch nach Hause tragen, Pöppi. Ich bin stark genug und schau, wie dürr du bist. Das ist kein Problem. Hä? Ich jetzt... Ich kann dich nehmen in Huckepack. Kann ich dich werfen über Lava. Wer wirft weiter? Oh. Ja, aber ist doch so. Guck. Ist doch kein Problem. Wenn wir hier so... dann können wir dann... sie auch drüber werfen. Und außerdem habe ich hier, weißt du, habe ich Pferd. Kann ich hüpfen. Ne? Ich habe euch mit Blut an den Händen erwischt. Oh! Ah, ein bisschen Hokuspokus. Ja, siehst du, Hokus Pokus. Aber das hätte ich auch geschafft. Einmal rüberwerfen. So, Zauberviva. Viva. Ihr habt meine Tochter gefunden. In all dem habt ihr meine Morvani gefunden. Ich bin nicht negativ, mag einfach solche Musik. Ich schreibe, wenn ich Lust habe, auch manchmal selber Texte. Ah, okay. Ohne Schreitel in Asche hätte ich sie nie gefunden. Die Argonierin hat euch geholfen, sie zu finden? Ha, Eigensucht und Verschlagenheit, da bin ich mir sicher. Trotzdem bin ich dankbar. Morvani. Oh nein, noch eine Hose. Seit dem Tag, an dem uns ihre Mutter genommen wurde. Warum verabscheut ihr Argonia so sehr? Sie haben bestialische, niedere Triebe. Deshalb kann man ihnen nur schwerlich trauen. Sumpf nach ihnen ruft, erheben sie sich gegen ihre Nachbarn und erschlagen sie. What? Hey! Du gescheit Hafi, du! Oh, oh je, ich hab gar keine Waffe ausgerüstet. Echt? Das ist kontraproduktiv. Achso, ich hab das Schild. Ach, wie doof. So, jetzt müssen wir nochmal reden. Reisende, ihr genau, ohne Schreit in der Asche hätten wir es nicht gefunden. Warum verabscheut ihr? Weil ja, Argonia, haben eure Frau getötet. Kann man ihnen nur schwerlich trauen. Wenn der Sumpf nach ihnen ruft, erheben sie sich gegen ihre Nachbarn und das war noch vor der Unterzeichnung des Pakts. Die Argonier von Seni dienten meine Nachbarn noch als Sklaven. Einige von ihnen unternahmen einen Fluchtversuch. Und meine Rainisi, sie war doch nur auf einem Spaziergang. Aber heute ist heute. Und Morvani ist am Leben. Dank euch. Janne, kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich danke euch für alles, was ihr heute hier getan habt, Reisende. Meine
Tochter ist sicher. Irgendwo mal ein Shop oder so? Ah, da scheint eine Stadt zu sein. Dass die Argonier dabei eine gewisse Rolle gespielt haben. Mögen Fürst, Mutter und Zaubermeister euch allesamt oder auf euren Reisen begleiten. Das ist die abgebrannte Stadt oder was? Okay, was ist denn jetzt los? Miezi! Alter, was für ein Rambodieschen hier. Irgendwas bringt sie gerade um. Ein Radieschen. Ja. Oh, eine Truhe. Da ist eine Truhe für dich. Ja. So war's. Da hinten. Oh Gott, ich krieg doch die Truhen wieder nicht auf. Mit Gefühl. Kannst du knicken mit Gefühl. Bin aus Bayern, noch mal Guckfühl. Hat sie nicht gesagt. Ha! Ich hab's aufgemacht. Ach so. Ja, super. Was denn? Kein Platz. Nee. Kupfer und Ahornblitzstab, aber ist egal. Warum ist jetzt mein Geld wieder hochgegangen? 404. Hä? Das kann doch gar nicht sein. 204. Wir müssen mal in eine Stadt. Ist das hier ein Händler? Händler? Rock. Nee. Rorik. Fantastisch. Das ist es, was es braucht, damit Dunkelelfen und Argonia zusammenarbeiten. Einen ausbrechenden Vulkan. Blöd. Der hat aber leuchtende Augen. Alte Feen. Wir müssen da hinten hin. Das Spiel ist so ein ekliges Vieh. Guck, was ist los? Die Dunkelelfen die Argonia versklavt. Überfielen Schwarzmarsch und brachten die Gefangenen hier hinauf zum Thronendienst. Die Argonier haben ihnen das wohl nie verziehen. Sicher, aber das größere Problem sind die Dunmer. Bis zur Gründung des Paktes waren sie es gewohnt, die Herren und Meister zu sein. Jetzt sind die Argonier auf einmal frei. Alle sollen gleich sein. Die ehemaligen Sklavenhalter haben also Schwierigkeiten, sich an die neue Lage zu gewöhnen? Gesprochen wie ein echter Höfling. Eine bloße Behauptung, alle seien Freunde, macht doch lange keine Wahrheit. Die Gründung des Paktes war eine Schlacht. Auf ihrem Feld verlaufen noch immer viele Fronten. Lebt wohl. So, Mrs. Brixson ist schon wieder vorgerannt. Und das ich bin ohne hier auf der anderen Seite, genau. Ich brauche mal andere Schuhe jetzt irgendwann. Hier ist auch noch eine Quest, hier hinten. Mhm. Und da hinten ist ein Schnellreisepunkt. Vielleicht können wir ja mal kurz zurück in die Stadt. Wie kann ich euch helfen, hat er gesagt. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Eure Antwort liegt mit Marvos Silorit begraben. Er hat vor langer Zeit die Brüder des Zwists gebunden. Wir brauchen sein Wissen. Aber ein Hochwohlgeborener wie er könnte schwierig sein. Wie bringen wir Marvos dazu, zu kooperieren? Oh. Vielleicht erscheinen. Meine Schriftrollen sprechen von je einem Schrein auf der östlichen und westlichen Anhöhe. Ehrt ihn an beiden. Dann trefft mich im Zentrum von Otrenes. Das werde ich tun. Geht und denkt daran. Versucht demütig zu klingen, wenn ihr Marvos Namen beschwört. Wenn ihr mich in der Mitte von Otrenes trefft, haltet euch bereit. Es gibt dort noch mehr zu erledigen. Wie erlernte Marvos Ballre zu binden? Marvos stammt aus uralten Zeiten. Und daher wusste er auch um uralte Geheimnisse. Was sonst?
tödliche Waffe zu binden. Doch er starb vor langer, langer Zeit. Warum wurde er gebunden? Während der ersten Ära waren die Chima im Kampf gegen ihre Feinde so verzweifelt, dass sie die Brüder des Zwists erschufen. Seht euch an, was er an nur einem Tag angerichtet hat. Meine Schuppen verdorren schon, wenn ich nur an diese Hitze denke. Wer kann ihn nur befreit haben? Lapwall.